Mrs. Preston. Hier bin ich, Mrs. Preston. Wer sind Sie? Das werden Sie erfahren, kurz bevor ich Sie umbringe, Mrs. Preston. Er hat gesagt, er will mich umbringen. Jemand hat sich mit dir einen Scherz erlaubt. Wer sind Sie? Sagen Sie es! Mrs. Preston, kennen Sie jemanden, der Ihnen nach dem Leben trachten könnte? Nein. Alles, was diese Frau zu Protokoll gab, klang sehr überzeugend. Immer wieder klingelte das Telefon und immer wieder hörte sie die gleiche schreckliche Morddrohung. Merkwürdige Unglücksfälle ereigneten sich, wo sie sich zeigte. Vorsicht, fängt da unten! Und doch gab es Gründe genug, ihre Aussagen zu bezweifeln. Warum sagen Sie nicht, was Sie wirklich denken, Inspektor? Und was wäre das, Mrs. Preston? Nun, Sie glauben mir doch nicht, nicht wahr? Sie denken, ich habe das alles bloß erfunden. In den Hauptrollen eine außergewöhnliche Besetzung. Doris Day und Rex Harrison. Ferner John Gavin. Myrna Loy. Roddy McDowell. Was wird Sie bereuen? Sie bedrohen meine Frau? Ich sollte die Polizei rufen. Und Herbert Marshall in einem atemberaubenden Film um eine Frau, die nur die Stimme ihres Mörders kennt. Aber die Männer von Scotland Yard sehen es anders. Das Schlimme ist, dass niemand außer Kit den Mann jemals gehört hat. Soll ich die Gespräche nachher mit auf die Rechnung setzen? Was? Sie haben doch telefoniert gestern Abend.